Heute mal nicht im Büro, sondern von der Terrasse und mit einem neuen Test. Ich teste für euch heute den Mi-tragbaren Kompressor. Und wir werden uns jetzt erstmal ein kleines Unboxing anschauen, dann ein paar Tests und dann schauen wir nochmal, wie er sich so alles in allem geschlagen hat. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier in dem Kompressor alles mit in der Packung ist. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich freue drauf, das jetzt endlich zu schaffen, dieses Unboxing. Das Ding sitzt nämlich seit einer Woche oder seit ein paar Tagen bei mir hier zu Hause. Und ich warte drauf, ihn zu testen, aber ich wollte das Unboxing filmen. Wir haben hier eine Gebrauchsanweisung in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Wir haben eine Garantiekarte. Wir haben unseren Kompressor. Und was haben wir hier oben noch? Ein USB, ein Micro-USB-Kabel. Und Adapter, eine Lanze und ein Ventiladapter. Und wir haben hier noch ein Säckchen, wo wir den Kompressor reintun können. Und das war's dann auch schon. Karton, Müll. So. Das ist alles, was dabei ist. Was ist hier noch drin? Oh nee, oder? Der Sack hat einen Sack innen drin, in dem man die kleinen Ventilkappen Ventiladapter reinschmeißen kann, damit die nicht hier so mit dem Kompressor zusammen in dem Sack rumfliegen. Das ist ja cool. Und wir sehen schon mal einen ersten Eindruck. Wir haben hier unten den Stromanschluss. Wir haben hier irgendwo... Genau, wir haben hier einmal ein Gewinde, das können wir adaptieren hier auf ein kleineres Gewinde und wir können dieses typische Fußball-Ball-Dings da, Aufblasventil hier aufstecken. Kabel ist auch dabei, er ist auch direkt angegangen jetzt hier. Er geht an und aus, wenn man den Adapter hier rauszieht oder wenn man den Anschluss rauszieht. Das ist ja auch schlau gemacht. Und dann kann ich einstellen, was ich an Leistung haben will. Und loslegen. Da kommen schon Empfehlungen. Fahrrad. 2,4 Bar für den Roller. 2,5 Bar für das Auto. 8 PSI für einen Ball. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr habt, habt ihr hier so Standardeinstellungen. Und ansonsten könnt ihr auch ganz normal einfach loslegen, was ihr braucht. Das Einzige, was ich jetzt auf Anhieb nicht weiß, ist, wie man umschaltet zwischen Bar und PSI. Aber das wird, einfach lange auf dem Wechselbutton hier bleiben. Und ihr könnt von Bar auf PSI umschalten und wenn ihr den einfach einzeln drückt, dann kommen hier die voreingestellten Modi. Und recht viel mehr gibt es zur Bedienung, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Und ich habe die Gebrauchsanweisung ja jetzt nicht gelesen im Vorfeld. Es ist relativ simpel und verständlich, also mehr, weniger, durchschalten, starten, rausziehen und es geht los oder er geht automatisch an. Und da unten ist das Laden. Genau, dann kommt der jetzt mal ans Ladegerät und dann, wenn der Akku voll geladen ist, machen wir ein paar Tests, wie oft wir denn ein Fahrrad aufpumpen können und ob er auch die Luftkissen fürs Wohnmobil schafft. Bis dann. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich der kleine portable Kompressor schlägt, wenn es um das Aufpumpen von Fahrradreifen geht. Ich habe hier, wie man sieht, die Luft komplett abgelassen.
der Standardanschluss passt auch für dieses Autoventil, was ich hier drin habe. Und mein Fahrradreifen soll mit 3,5 bis 6 Bar aufgepumpt werden. Deswegen werde ich den jetzt mal auf 4,5 Bar aufpumpen. Der Akku hier sollte so gut wie voll sein. Und wir werden jetzt mal versuchen, ob wir den 3- oder 4-mal sogar voll kriegen. Also wir machen ihn voll, machen ihn leer und machen ihn dann wieder voll. Weil ich ganz ehrlich denke, dass mehr als 4-mal kann man nicht abverlangen. Aktuell ist es ganz leer. Ich habe vor kurzem mir einen portablen Kompressor vom Baumarkt gekauft, nee, vom Discounter. Und der ist beim zweiten Reifen in die Knie gegangen. Also schauen wir mal, wie viel, wie oft der hier schafft. Und mehr als 4 muten wir ihm definitiv nicht zu. Okay, Runde 1 ist durch. Warum will ich mehrere Reifen hintereinander aufpumpen? Ganz einfach, weil man stellt das Fahrrad über den Winter in den Keller und wenn man im Frühjahr dann wieder hinkommt, dann ist meistens keine Luft mehr im Reifen. Und da finde ich es irgendwie blöd, wenn man erst einen Reifen aufpumpt, dann den Akku laden muss und dann den zweiten Reifen aufpumpt. Fairerweise muss man jetzt dazu sagen, dass meine Reifen mit 4,5 Bar jetzt nicht unbedingt, nicht jeder hat 4,5 Bar in den Reifen und auch nach dem Winter, also dass der Reifen so leer ist wie hier jetzt, ist doch eher eine Ausnahme und dass man dann auch gleich noch sein ganzes Fahrrad mit umschmeißt, naja. Gut, also wir haben dann Runde 2. So, Runde 2 ist durch und da muss man schon mal sagen, der Discounter-Kompressor ist damit schon mal geschlagen, weil der hat den Reifen kein zweites Mal vollgebracht mit einem Akku. Machen wir mal wieder leer. Was hier ein bisschen schade ist tatsächlich, ist, dass der keinen Batteriestand hat. Also mir wird hier nicht angezeigt, wie viel noch übrig ist. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder aufschrauben und wir versuchen es ein drittes Mal, ob er das auch noch packt. 4,5 Bar. Los geht's! Und meine Einstellung zu dem Kleinen hier wechselt gerade von zufrieden zu begeistert, weil 3 Reifen komplett voll ist schon mal mehr, als ich wirklich erhofft hätte. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass noch ein viertes Mal geht, damit ich nicht dann jetzt ein Fahrrad mit leerem Reifen vor der Tür stehen habe. Und wie gesagt, nach dem Test hören wir auf, auch weil man die Geräte, wobei der noch nicht mal wirklich heiß geworden ist. Also hier wird es warm, aber hier an sich, der ist noch nicht heiß. Aber trotzdem soll man solche Geräte natürlich jetzt nicht 20, 30 Minuten Dauer laufen lassen. Letzte Runde. So, 4 Reifen aufgepumpt und naja, wir wissen jetzt nicht unbedingt, wie viel Akku noch drin steckt, wie viel er noch schaffen würde, aber die 4 hat er geschafft und ich bin wirklich begeistert, weil das hätte ich nicht erwartet. Der geht jetzt erstmal trotz alledem ans Ladegerät, um fair zu sein und darf sich wieder ein bisschen erholen. Auf der anderen Seite muss man sagen,
Das war jetzt auch angenehm von der Lautstärke her. Also ich habe schon Kompressoren gehabt und erlebt, die deutlich lauter und unangenehmer waren. Also auch da kriegt er Credit dafür, dass er von der Lautstärke her wirklich völlig in Ordnung ist, um den zu betreiben, ohne den Nachbarn damit zu sehr auf den Keks zu gehen. Und damit schauen wir zur nächsten Sektion. So, und noch ein kleiner Test. Das hier ist jetzt ein Luftkissen. Diese Luftkissen werden benutzt, einmal um Wohnmobile gerade zu stellen anstelle von Auffahrkeilen, oder zum anderen kann man die auch benutzen, wenn man ein Fahrzeug länger lagert, damit die Reifen keine Standschäden bekommen. Was wir hier jetzt haben, ist relativ wenig Druck. Also das sind 1,2 bar bzw. 17 PSI, mit denen das maximal betrieben wird. Aber wir haben natürlich relativ viel Volumen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Oh nein, 4, der ist noch eingestellt auf 4,5. Da gehe ich jetzt einfach mal runter auf die 1,2 bar. Und dann schauen wir mal, ob er das hinkriegt. Ich habe jetzt kein Wohnmobil draufstehen, das wollte ich jetzt nicht hin und her fahren. Ich habe jetzt einfach einen normalen PKW draufstehen. Das war ich jetzt. Ich habe jetzt einen normalen PKW draufstehen, 1,2 bar. Läuft! Schauen wir mal. Ich hoffe, dass man mich jetzt halbwegs versteht. Was jetzt natürlich passiert ist, das Kissen füllt sich. Aber wir haben immer noch 0 bar in Summe. Und das ist auch schon mal praktisch, dass der jetzt nicht abbricht, weil er merkt, dass er pumpt, aber nichts passiert. Also das ist schon mal ein Vorteil. Aber es kommt schon noch. Irgendwann wird es voll. Es ist halt viel Luft, was da durchgeht. Bin ich gerade wirklich ein wenig erstaunt, weil der hier sagt 0,3 bar, aber es tut sich irgendwie nichts mehr. So, wir haben jetzt eine Situation. Das Kissen ist schon fast am Maximum seiner Ausdehnung. Und dann muss man hier auch aufhören. Also die 1,2 bar macht man nur voll, wenn da noch Luft ist, also Luft nach oben. Deswegen hören wir jetzt bei 0,5 bar auf. Wahrscheinlich wird es nicht mehr, einfach weil das Fahrzeug, was hier drauf steht, jetzt zu leicht ist. Normalerweise steht da ja ein 3,5 Tonnen Wohnmobil drauf. Es dauert länger als mit meinem 12 Volt Kompressor, aber es geht und er ist dabei angenehm leise. Also er schafft auch das, er schafft auch diese Campingkissen. Insofern auch da hat er gut performt, würde ich mal sagen. Und ist auch für den Einsatz beim Camping ganz gut geeignet, wenn jemand denn solche Kissen verwendet. Und ansonsten, ja, wofür man halt beim Camping so seine Luft braucht. Und dann lassen wir den kleinen Skoda wieder runter und gehen zum Fazit. Und da sind wir wieder zurück mit dem tragbaren batteriebetriebenen Kompressor von Mi. Ich muss sagen, und ihr habt es ja selber gesehen bei den Tests, er macht alles, was er soll. Das Gerät kostet nicht viel, also der kostet, wenn mich nicht alles täuscht, unter 50 Euro. Aldi hatte den oder hat ihn jetzt gerade, während ich dieses Video drehe, tatsächlich im Angebot für, ich glaube, sogar unter 30. Also er ist nicht teuer. Ich habe zwar nicht getestet, ob er wirklich die 10 bar schafft, die er schaffen soll, aber das ist auch schon ein ganzer Haufen Druck, den man eigentlich selten braucht. Also für Aufpumpen von Bällen, Fahrradreifen, Autoreifen oder sonstigem sollte der eigentlich ausreichen. Und nachdem ich hier auf der Suche bin, tatsächlich nach einem tragbaren batteriebetriebenen Kompressor, weil ich habe einen tragbaren 12-Volt-Kompressor, aber der wird alles in allem mit Sicherheit mein Wohnmobil-Setup erweitern. Das kann ich so schon mal sagen. Also ich werde mir den auf jeden Fall holen. Und ja, ich bin begeistert.
tatsächlich und denke, dass das eine gute Erweiterung ist, die man im Haushalt haben kann, wenn man Fahrrad fährt oder sonstiges, einfach weil es deutlich angenehmer ist, mit so einem Ding batteriebetrieben die Fahrradreifen aufzupumpen nach dem Winter oder wenn das Fahrrad mal länger gestanden ist, als da die Luftpumpe rauszuholen. Und es hat ja auch nicht jeder einen großen Kompressor in der Garage stehen. Tja, schreibt mir eure Meinung. Was meint ihr? Gibt es andere Produkte, die in die gleiche Kategorie fallen, in der Preisklasse liegen und genauso praktisch sind, die genauso gut sind oder vielleicht noch besser sind? Habt ihr selber einen? Habt Langzeiterfahrungen damit? All das bitte einfach direkt unten in die Kommentare. Gerne abonnieren und wir sehen uns wieder beim nächsten Test oder bei irgendwas anderem. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.